Ja, dann darf ich Sie und euch ganz herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz zum Rückrundenauftakt der Easy Credit Basketball Bundesliga. Rasta Vechta gewinnt vor 3140 Zuschauern im ausverkauften Rasterdom mit 79-71 gegen die Veolia Towers Hamburg. Bei mir die Head Coaches beider Teams, Benka Baloschki von den Hamburgern und Ty Harrison von Rasta Vechta. Benka, wie schon das Spiel in der Hinrunde eine umkämpfte Partie. Was hat für dich am Ende den Ausschlag gegeben, dass Rasta dieses Mal gewinnen konnte? First of all, congratulations. Ich glaube, dass wir über die weitesten Strecken unseren Gameplan schon gut umgesetzt haben, vor allen Dingen defensiv. Ich glaube, dass wir einen guten Job gegen Kusi gemacht haben. Für mich entscheidend war der Beginn in die zweite Halbzeit. Wir haben sehr, sehr gut angefangen in der zweiten Halbzeit, im dritten Viertel, vor allen Dingen defensiv, haben Vechta wirklich auch kontinuierlich ein paar Angriffe in Folge gestoppt, hatten vorne auch Looks, aber haben einfach kein Profit geschlagen daraus und hätten, glaube ich, am Anfang, wir hätten da einfach mehr draus machen müssen, wir hätten da mehr scoren müssen, hätten uns ein bisschen absetzen müssen. Die Chance war definitiv da, aber wir haben sie nicht genutzt. Und dann ist es eben super schwer, das aufrechtzuerhalten. Und am Ende, ja, Basketball ist manchmal so. Vechta trifft dann die Big Shots, vor allen Dingen Flanagan trifft ein paar ganz schwere Dreier. Und wir haben sie nicht getroffen und so ist es dann in einem knappen Spiel. Können wir ein bisschen gucken über die Offensiv-Rebounds. Aririgusu hat uns wehgetan heute in einem Stretch. Das hat wehgetan. Und am Ende werfen wir auch 7 Freiwürfe daneben. Das hilft auch nicht. Aber im Großen und Ganzen haben wir nicht schlecht gespielt. Wir hätten ein bisschen besser treffen müssen, vor allen Dingen Anfang der zweiten Halbzeit. Danke, herzlichen Dank. Ty, when you look at the stats, there's 13 points by Hamburg in the third quarter, just 17 in the fourth quarter. Was the defense decisive today? I think the defense was decisive. We came out of the second half, made a couple of adjustments. Hamburg does a great job. They have a lot of really good wrinkles out of their offense, and they're tough to stop. So I was glad that we could pick it up a little bit. On the flip side of that, like Coach mentioned, Chip Flanagan hit some really big shots in the crunch time, and we were also able to get a review and score off the inbounds play. So Joel Amino with a couple big baskets, but yeah, I think the key is how well we shot the ball today. Unfortunately, too many turnovers, but that's credit to Hamburg's pressure. Especially on Kuzi, so we have some things that we have to do to get better. But to answer the question, I think yes, the defense was the key. Thank you, Ty. Gibt's Fragen von euch? Tide, bitte. Ja, genau. Das ist ein bisschen die Geschichte des Spiels gewesen. Auch da nochmal Pick-and-Roll-Defense ein bisschen verändert, ein bisschen mehr Druck aufgebaut und auch durchaus erfolgreich, aber kein Kapital daraus schlagen können. Und auch im vierten Viertel aus einer Auszeit heraus haben wir, glaube ich, 3 Turnover in Folge gehabt. Das tut natürlich auch brutal weh in so einem engen Spiel. Die Möglichkeiten waren schon da. Ich bin grundsätzlich überhaupt nicht unzufrieden mit der Performance. Aber wie gesagt, am Ende muss man den Ball reinschmeißen, um ein Spiel zu gewinnen. Defensiv können wir nicht viel mehr machen. Wir haben eine sehr, sehr gute Offensivmannschaft unter 80 Punkte zu Hause gehalten. Ich glaube, mehr kann man nicht verlangen. Aber offensiv war es eben heute einfach nicht genug. Danke, Benka. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke ich euch beiden. Euch eine gute Heimreise, ist nicht so weit. Und bis bald.